Japan Only war gestern zur Freude aller Fans fernöstlicher Rollenspiele. Nach Xenoblade Chronicles und dem jüngst erschienenen The Last Story tritt nun ein weiterer Genrevertreter die weite Reise aus Nippon nach Europa an. In den kommenden Minuten klären wir, ob Pandoras Tower genauso viel Charme, Spielspaß und traditionelle JRPG-Elemente wie seine Vorreiter mit im Reisegepäck hat und somit ein weiterer Leckerbissen für Genrefans ist. Die Hauptfiguren des Action-Rollenspiels sind das Mädchen Helena und ihr treu ergebener Recke Aaron. Dass sich hier ein Techtelmechtel anbahnt, ist so genre-typisch wie der androgyne Look des Helden. Für Romantik bleibt jedoch keine Zeit, da selbige dem weißhaarigen Mädchen buchstäblich davonläuft. Helena wurde nämlich mit einem schrecklichen Fluch belegt, der sie nach und nach zu einem abstoßenden Monstrum mutieren lässt. Eine klare Rinderbrühe von Oma hilft der Patientin aber nicht. Damit Helena wieder zu Kräften kommt, bedarf es einer ganz anderen Mahlzeit bzw. Medizin, dem sogenannten Meisterfleisch. Das wiederum bekommt man jedoch nicht beim handelsüblichen Metzger, sondern nur von den namensgebenden Meistern, den abscheulichen Wächtern 13 mysteriöser Türme, die sich über einer endlosen Schlucht gen Himmel recken. Um zu verhindern, dass sich Helena in eine Bestie verwandelt, zieht Aaron los, um die Hüter der Türme zu finden, zu töten und ihr heiliges Fleisch seiner Liebsten aufzutischen. Na dann, Mahlzeit. Ein ehemaliges Observatorium, das der Armee des Landes einst dazu diente, die Türme zu beobachten, dient als Anlaufstelle zwischen den Ausflügen in die Behausung der Meister und kann zu fast jeder Zeit aufgesucht werden. Eine Oberweltkarte, majestätische Städte und märchenhafte Wälder gibt's in Pandoras Tower ebenso wenig wie eine Party, Luftschiffe oder Minigames. Auch wenn eine gepflegte Triple Triad-Partie ausfällt und weit und breit keine Chocobos zu sehen sind, gibt's doch allerhand im Observatorium zu tun. So beschenkt Aaron seine verfluchte Herzensdame zur Aufmunterung beispielsweise mit Schätzen, die er von seinen Reisen mitbringt. Das stärkt die Zuneigung des Paares und wirkt sich auf das Ende des Spiels aus. Die zweite Mitbewohnerin von Aaron ist die runzlige Wundertante Martha, eine reisende Händlerin. Bei ihr kann der Held des Spiels nützliche Gegenstände kaufen und unnütze Gegenstände verkaufen. Mithilfe bestimmter Komponenten, die man auf seiner Reise findet, ist es zudem möglich, bei Martha die Waffen zu verbessern. Mit den eben erwähnten Komponenten wie den Nymphenbeeren, Metallstücken oder Kristallherzen kann man sogar neue Gegenstände herstellen. Im Menü werden die neu erworbenen und hergestellten Ausrüstungsgegenstände dann angelegt. Bei all den Amuletten, Waffen und Tränken ist die Kapazität des Inventars dann irgendwann erschöpft. So empfiehlt es sich, vor dem Aufbruch zum nächsten Turm stets ein wenig Platz im Inventar zu schaffen und ein bisschen Plunder in der Truhe im Observatorium zu verstauen. Wenn alle Vorbereitungen getroffen sind, wartet schließlich ein Ausflug in das düstere Reich der Meister, die Türme. In dem auf etwa 40 Stunden angelegten Abenteuer turnt man die meiste Zeit in einem dieser gigantischen Gebilde herum. Dabei wird jedoch nicht jeder Turm nur einmal aufgesucht, vielmehr werden einige der Dungeons nach und nach gesäubert und erkundet. Wie eingangs bereits kurz angeschnitten, bietet Pandoras Tower nur wenig Rollenspiel, dafür aber jede Menge Action-Adventure. Die Turmkraxeleien lassen sich im Grunde genommen auf drei Spielelemente runterbrechen: Kämpfen, Knobeln und Klettern. Der Schlüsselgegenstand des Spiels ist die sogenannte Oraklos-Kette. Damit lassen sich Rätsel lösen, Türen öffnen, Abgründe überwinden, Gegenstände angeln, Aufzüge in Gang setzen, Kisten verschieben und Kraxelabschnitte meistern. Apropos Kraxeln, da man die Kette nur an bestimmten Stellen einhaken kann, muss man sich hin und wieder zunächst eine Kletterroute bauen. Während wir uns an diesem ersten Vorsprung mühelos hinaufziehen können, müssen wir, um weiterzukommen, den Felsbrocken, der hier glücklicherweise rumliegt, zunächst in die Wand hämmern, um daraufhin die Kette an ihm befestigen zu können, was uns schließlich das Weiterkommen ermöglicht. Noch flugs auf die andere Seite hangeln und wir sind ein ganzes Stück weiter. Ab und zu muss man einen Brocken sogar zunächst an die entsprechende Stelle transportieren. In diesem Beispiel zielen wir mit dem Wiimote-Fadenkreuz also zunächst auf den Stein, um die Kette zu befestigen. Dann ziehen wir den Brocken raus und schleifen ihn zum Aufzug. Nun lösen wir die Kette, um sie an dem Schalter des Aufzugs zu befestigen, der den Lift in Gang setzt. Zusammen mit dem Steinklotz geht die wilde Fahrt nach oben. Dort angekommen, schleudern wir den Stein schließlich in die Felswand und ziehen uns an ihm hoch.
Nach einer kurzen Tarzan-Einlage erwartet uns hier oben ein feindlicher Flattermann. Das gibt uns die Gelegenheit, auf die Kampffunktionen der Kette einzugehen. Mit der Oraklos-Kette holen wir das Viech nämlich ruckzuck vom Himmel. Die Kette ermöglicht uns jedoch noch weitere Kampfhandlungen. Wir schleudern die bulligen Feinde durch die Gegend, befördern sie ins Wasser oder wirbeln sie herum. Letzteres ist besonders praktisch, wenn weitere Feinde herumstehen, die man auf diesem Weg wegfegen kann. Mit dem richtigen Timing ist es sogar möglich, den Fieslingen die Waffen zu stibitzen. Wenn ein Gegner entwaffnet ist, wird er zur leichten Beute. Wenn ein Feind rötlich schimmert, lassen sich mit Hilfe der Kette unterschiedliche Items aus den Körpern der Gegner reißen. Auf diesem Weg ergattert man zum Beispiel Nymphenbeeren, Kohle, die man bei Mavda auf den Kopf hauen kann, oder das begehrte Bestienfleisch, das man bei der Händlerin verkauft. Neben der Kette ist Aaron natürlich von Beginn an auch mit einem Schwert ausgerüstet, mit dem man Standardattacken und Kombos auf die Gegner loslassen kann. Besonders wenn man es mit mehreren Feinden gleichzeitig zu tun bekommt, werden die Kämpfe recht unübersichtlich. Das liegt zum einen an der bockigen Kamera und zum anderen daran, dass die Entwickler auf eine Lock-on-Funktion verzichtet haben. Im Laufe des Spiels ergattern aufmerksame Turmbesucher weitere Waffen wie diese Doppelklinge. Für gewonnene Kämpfe erhält Aaron genretypische Erfahrungspunkte, die ihn im Level aufsteigen lassen. Neben all den Standardgegnern wartet in jedem Turm einer der eingangs angesprochenen Meister auf Aaron. Die Gemächer der Turmwärter sind jedoch durch riesige, verkettete Türen versperrt. Um zu einem der Endbosse vorzudringen, muss man also die Ketten entfernen. Dazu müssen wir uns zunächst in diesem Beispiel Zugang zu einem Raum verschaffen, der jedoch von Dornen blockiert wird. Wenig später entdecken wir eine mutierte Riesenrose, die wir ins Erdreich ziehen. Wieder unten angekommen, entdecken wir das bösartige Gewächs vor der Tür, in der offenbar die Kette zum Meistertor verankert ist. Damit uns das Blümchen nicht wieder ausbüxt, ketten wir es fest und stutzen ihm dann die Blätter. Und siehe da, die Dornen verschwinden. In dem Kämmerchen finden wir schließlich die Verankerung der monströsen Kette, die unseren Schwerthieben nichts entgegenzusetzen hat. Der Weg zum Meister ist frei. A masterpiece. Defeat these masters and return here with their flesh. This is it. A master. Da die Meisterkämpfe oftmals eine ähnliche Strategie erfordern, möchten wir an dieser Stelle noch nicht verraten, wie die Hüter der Türme zu besiegen sind. Erfahrene Videospieler sollten jedoch keine allzu großen Probleme mit den Meistern bekommen. Mit dem hart erkämpften Objekt der Begierde, dem Meisterfleischbrocken, geht's dann flugs zurück zum Observatorium. Auf lästiges Dungeon-Backtracking wurde zum Glück verzichtet. Im Versteck angekommen wird schließlich nach jedem Meisterkampf das erbeutete Fleisch an Helena überreicht. Ob das Leckerli die erhoffte Wirkung zeigt, bleibt erstmal unser Geheimnis. Eine Sache möchten wir hingegen auf keinen Fall verheimlichen. Wenn es Aaron nicht gelingt, innerhalb eines vorgegebenen, aber recht großzügigen Zeitfensters, die Anzeige unten links, zurück bei Helena zu sein, fällt sie dem Fluch zum Opfer. Soll heißen, die Zeit sitzt dem Spieler in den Türmen jederzeit im Nacken. Ist der Timer abgelaufen, muss der entsprechende Turm ganz von vorne gemeistert werden. Und das ist verdammt ärgerlich. Rumgetrödelt werden sollte also lieber nicht, denn wer zu spät kommt, den bestraft der Fluch. Gestraft ist der Spieler bei Pandoras Tower auch durch die bereits erwähnte Kamera. Einige Einstellungen wie diese Passage gewährleisten zwar eine gute Übersicht. In diesem Beispiel sorgt die starre Einstellung jedoch dafür, dass wir von einem Gegner überrascht werden. In dieser Szene verschwindet hingegen Aaron komplett von der Bildfläche, da sich die Kamera nicht justieren lässt. Das ist besonders bei Klettereinlagen sehr nervig. Ein weiteres Beispiel. Hier versuchen wir einen Knauf anzuvisieren. Das Ding ist vollständig im Bild, der Cursor reagiert aber nicht. Erst wenn der Knauf beinahe verdeckt ist, erscheint das Kettensymbol und wir können uns festhaken. Optisch konnte uns Pandoras Tower nicht überzeugen. Vor allem die verwaschenen Texturen und das ständige Kantenflimmern, das man vor allem beim Einsatz der Lupe sehr gut erkennt, sind uns sehr negativ aufgefallen. Auch in den Ingame-Zwischensequenzen entdeckt man die optischen Mängel sofort, wenn man hier beispielsweise mal auf die Kleidung oder die Haare der Figuren achtet. Die Sprecher machen hingegen einen ordentlichen Job und auch der Soundtrack ist sehr gelungen, auch wenn wir uns ein bisschen mehr Abwechslung gewünscht hätten. Oh.
Alles in allem ist Pandoras Tower sehr durchschnittlich. Zwar können Fans japanischer Rollenspiele bei der Grafik ein Auge zudrücken und über die angestaubte Technik hinwegsehen, die eigentlichen Spielelemente stoßen bei Genrefans jedoch nicht uneingeschränkt auf Gegenliebe. Warum? Nun, weil das Rollenspiel nur sehr wenig Rollenspiel bietet und sich im Grunde als Action-Adventure entpuppt. Und zwar als eines, das mit der ungewohnt düsteren Handlung, den Türmen und einigen frischen Ideen durchaus Spaß macht, aufgrund der altbackenen Spielmechanik, vielen recycelten Elementen und wenig Abwechslung jedoch unterm Strich enttäuscht. In die großen Fußstapfen von den Wii-Genre-Kollegen kann der Titel nicht treten. Wer es gerne japanisch mag, nicht viel Wert auf Bombastoptik legt und sich von dem eigenwilligen und Rollenspiel-untypischen Spielprinzip nicht abschrecken lässt, darf auf Fleischjagd in die mysteriösen Türme aufbrechen und sich dank unterschiedlicher Endings auf viel Wiederspielwert freuen.